Ein königlicher Experte hat darüber diskutiert, ob Prinz Harrys jüngste Reise nach Nigeria irgendwelche Auswirkungen auf seinen älteren Bruder, Prinz William, hatte. Der Prinz von Wales hat seinen entfremdeten Bruder, Prinz Harry, endgültig verstoßen und denkt nicht mehr an ihn, behauptete ein königlicher Experte. Der Herzog von Sussex verbrachte zusammen mit seiner Frau Meghan Markle am vergangenen Wochenende 3 Tage in Nigeria, um die psychische Gesundheit von Soldaten zu fördern und junge Menschen zu stärken. Viele betrachteten die inoffizielle königliche Reise von Harry und Meghan als äußerst erfolgreich. Berichten zufolge fühlten sich die Royals, insbesondere Prinz William, wegen der Reise unwohl. Doch die Kommentatorin des Königshauses, Jenny Bond, wies alle derartigen Behauptungen zurück und beharrte darauf, dass Harry William die geringste Sorge bereite. Sie sagte gegenüber Times Radio: "Ich denke, was William betrifft, existiert Harry wirklich nicht. William hat genug Druck auf seinem Herzen und seinem Kopf, mit seiner Frau, Prinzessin von Wales, und ihrer laufenden Krebsbehandlung und seinem Vater. König Charles, sein Job und seine Kinder, ich glaube nicht, dass er in seiner Seele Raum hat, sich um seinen entfremdeten Bruder zu sorgen. Ich denke, William hat Harry verstoßen."